Wenn ich weitermachen kann, ne? Sagt ihr Bescheid, wenn ich starten kann? Von meiner Seite auch, ich könnte es weitergehen. Ach ja. Bist du noch da? Okay, anscheinend nicht. Headset aus, so. Ich habe gar keinen Ton mehr gehabt. So, mit wem können wir starten? Irgendwie war mein Headset gerade komplett weg. Ja, da war auch gerade irgendwie so ein elektrostatisches Dings zu hören. Und dann Ne, warst du. ich war komplett weg. Deswegen habe ich es nochmal rausgezogen, wieder reingetan. Das. Ja, wollen wir mal ein neues Headset holen. So, okay. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt gedauert hat, aber. Ich hab's gar nicht mitbekommen. Ich wundere mich auch, ey, keine Musik mehr da und ich spreche keiner mehr mit mir. Ja, das war zu fest, oder? Das war ein bisschen zu fest. Vielleicht einer drin, einer weniger drin möglich gewesen. Ah, das könnte. Ne, ja, wohl, warte mal. Das ist wieder das Ding hier, ne? Oh nein. Oh, ernsthaft? Guck mal, wo der liegen geblieben ist vom Hole in One bei mir. Guck mal, wo der liegt. Guck, wo der liegt. Glaub's ja Ah. nicht. Das wäre ein wunderschönes Hole in One gewesen und er Ja. bleibt auf der grauen Kante liegen. Ich glaube es nicht. Wäre Fahrradkette. Was? Was Wäre, heißt wäre. hätte Fahrradkette? Es gab mal einen ziemlich bekannten ehemaligen Fußballspieler, jetzt mittlerweile, glaube ich, Trainer oder Experte, wie auch immer, der meinte, wäre Fahrradkette. Ich weiß nicht, ob dir der Name Lothar Matthäus was sagt. Ja, der Mann, der Englisch perfekt beherrscht. Ja, und der hat das so, hat dann wäre Fahrradkette gesagt in dem Interview. Ich mag eigentlich immer noch, hast du Scheiß am Schuh, hast du Scheiß am Schuh. Oh, ja, komm, roll dich aus, Bällchen. Double Bogey. Und wie läuft das Busfahren, Kev? Gestern Freitag war anstrengend, ey. Freitag war anstrengend. Aber sonst eigentlich ganz gut, denke ich mal. Ach, das ist da oben auf dem Chassis-Hügel, ne? Ja. Ja, das ist das Problem, wenn die da oben, wenn die zu viel, entweder zu wenig. Ah. Entweder zu wenig oder zu viel und ich komme da nicht hoch. Ich muss wieder mit mehr Oh Kraft angehen. Mann! Nein! Du hüpfst da wieder raus, das ist doch scheiße. Geht doch. Jetzt. Bogey. Bogey, aber fünf Schläge. Ey, das ist zum Kotzen. Ich krieg jetzt gerade nichts mehr gebacken. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Scheiße, gegen die Wand. Hui. Ja, natürlich, da oben genau gegengeklatscht in die Kante da. Schon wieder. Was ist denn das? Das ging doch sonst immer so Nein. gut. Jetzt. Das ist nicht wahr, ne?
Ich krieg das aber nicht hin, ich komme nicht drüber. Ich komme nicht darüber, der bleibt immer an der Wand hängen. Mann! Das gibt's doch nicht. Vor, damit der das irgendwie mal übernimmt. Ne, die Runde hast du nicht gerade. Ja, mich auch. Ich habe gerade aufgegeben. Ja, das nicht. Ich komme nicht rüber. Ich hänge die ganze Zeit am Start. Ich bin nicht wirklich weit weggekommen. Ich komme nicht mehr über das erste Hindernis. Weil der immer wieder an der Kante wegklatscht. Zurück. Ach komm, wisst ihr was, dann ist es halt so. Leck mich doch am Arsch. Oh, Baby hat's mal rüber geschafft, Mensch. Ja. Rüber mit dem letzten Schlag schafft es darüber. Natürlich. Roll am besten zum Start zurück. Birdie. Oh nee, du kommst ja nicht. Dann hüpft er mir über die Kante weg. Jetzt. Du bleibst jetzt nicht an dem scheiß Ding da liegen, oder was? Och Mann. Links würde ich dir vor. Ja, ist es egal. Ey, der bleibt an einer abschüssigen Stelle bleibt der liegen. Nee, doch nicht. Wir haben schon an der Röhre da. Bleibt einfach an der Röhre liegen. Oh, schlimm gerade. Ja, was. Ich würde dir empfehlen, die Säule weiter links zu nehmen. Das hast du aber erst am fünften Schlag. Ja, weil ich vorher noch nicht zugeguckt habe. Ich war ja erst noch selber mit dem Schlag. Ja. So kann man auch gewinnen, indem man die Gegner manipuliert. Ja, aber. Ah, oh, du Gott sei Dank, der ist wieder reingeholt. Hol in! What? Ernsthaft? Ich hab Birdie, aber der ist Gott sei Dank erst rausgehüpft, dann wieder reingehüpft in die Mitte. Hier wieder auf. Nee, eine Cola. Naja. Oh. Natürlich. Der auf beide Kanten geht der drauf. Komm, 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 roll, 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 ja!
der Hüpfel raus. Ah, da klappen wir. Mist. Jetzt war es zu doll. Sechs Schläge. Jetzt. Zweiten Versuch habe ich es super geschafft. Bogey. Och, ganz knapp, ey. Jetzt war ich drüber. Natürlich. Mann! Das ist nicht frei. Oh! Gegen die Fahnenstange auch noch geknallt. Ich bin froh, dass du schon da bist. Ich verzweifle gerade an dieser scheiß Drehbrücke. Ach komm, ich hab keinen Bock mehr, ey. Wenn du da mal rüberkommst, fällst du da kilometerweit hinter runter. Vor allem jetzt hat sich Baby unter sein, und ihre Erdbeere auch noch so ein Schwimmen, Schweinchen, Ente oder was auch immer da drunter gepackt. Ogi. Mist.
Kev hat es als einzigster mit dem einen Schlag geschafft. Nicht ganz durch das. Du fällst wieder raus, wa? Nee, fällst du nicht. Ich hätte fast beim zweiten Schlag durch das Loch da hinten durchgeschafft. Ach komm schon, ey, du bist in dem scheiß schwarzen Loch und prallst ab oder was? Beim ersten Schlag zählt es nicht. Hab's ja noch einen reindrücken. Dreckspiel. Das ist das, was mich einfach so frustriert. Der prallt an dem schwarzen Loch einfach ab, als ob da so eine unsichtbare Wand drin ist, weißt du? Jetzt wenigstens auch noch mit runter? Nein, natürlich nicht. Ah. Gerade so vorher stehen geblieben. Ach Mann. Ey, du führst mit 20 Schlägen Vorsprung. So, ha. Bogey. Na, 30 Schläge hast du sogar Vorsprung. Das ist einfach, wo sie nice sind. Ach, da. Mist.
Na! Nein, wäre das scheiß Ding nicht gewesen, wäre ich genau da oben rüber gegangen. Nein! Runter. Double Bogey. Acht Schläge, Alter. Bin ich schlecht einfach heute. Bin ich einfach schlecht heute.